Also Wohnungseinbrüche ist für viele Menschen ein wichtiges Thema. Es ist ein Einbruch in die Privatsphäre und deswegen haben wir dort auch ein besonderes Bedürfnis, für Sicherheit zu sorgen. Und wir tun es auch alle zu Hause, indem wir die Türen abschließen und die Fenster zumachen. Das ist uns wichtig und da sehen wir uns dann wieder sicher, dass wir gut zu Hause schlafen können. Ein ähnliches Unsicherheitsgefühl wie bei Wohnungseinbrüchen haben die Menschen auch im Online-Banking, obwohl es sehr selten vorkommt, dass jemand einen Schaden hat. Intuitiv wissen wir, wie wir unser Zuhause schützen, aber auch beim Online-Banking gibt es einfache Verhaltensregeln, die wesentlich zur Sicherheit beim Banking im Internet beitragen. Ich unterscheide die drei Bereiche Gerät, Zugang und Transaktionen. Wichtig ist, ein ordentliches und vertrauenswürdiges Gerät zu verwenden, mit dem wir Online-Banking machen, ähnlich wie ein sicheres Auto auch nutzen, was TÜV hat. Sie sollten ein vernünftiges Betriebssystem haben, ein aktuelles mit Stand der Technik und man sollte regelmäßig Sicherheitsupdates durchführen. Bedenken Sie, dass öffentliche Netzwerke, öffentliche WLAN-Netze oftmals nicht verschlüsselt sind und unsicher sind. Sie rufen auch kein Passwort in den öffentlichen Raum hinein. Schalten Sie das WLAN aus, dann wechselt Ihr Telefon auf die normale Datenverbindung und damit können Sie sicher Online-Banking machen. Beim Thema Zugang geht es in erster Linie darum, wie wir auf die Webseite überhaupt gelangen, wo wir Banking machen. Und da müssen wir in der Regel im Browser die Adresse eingeben und das geben wir eben selber ein. Ein Favorit, ein Lesezeichen im Browser, aber wir lassen uns nicht irgendwas anbieten, zu sagen, da ist doch deine Bank. Wenn Sie selber die Adresse eingeben im Browser, dann können Sie sicher sein, dass Sie bei Ihrer Bank sind, wo Sie jetzt Online-Banking machen wollen. Der zweite Part ist, dass ich dann auch ein Passwort verwende und zwar ein vernünftiges Passwort. Kein einfaches Passwort, was man leicht erraten kann. Und es versteht sich eigentlich von selbst, dass man Passwörter nicht hergibt und dass man die geheim hält. Im dritten Bereich geht es um Transaktionssicherheit. Jede Online-Banking-Überweisung wird mit einer TAN nochmal zusätzlich abgesichert. Und dort bekommen Sie nochmal die Überweisung angezeigt, den Empfänger und den Betrag. Und den sollten Sie an dieser Stelle nochmal überprüfen, bevor Sie die Überweisung dann freigeben mit der TAN. Zusätzlich können Sie die Sicherheit erhöhen, indem Sie das Online-Limit begrenzen auf den Betrag, der für Sie angemessen ist. Wenn Sie dann doch mal ausnahmsweise eine höhere Überweisung durchführen müssen, können Sie das Limit einfach hochsetzen auf Ihre Bedürfnisse und können es im Anschluss direkt wieder runtersetzen. Das ist sehr einfach gemacht und geht innerhalb von wenigen Sekunden. Fühlen Sie sich im Online-Banking so sicher wie zu Hause, wenn Sie die Türen abschließen und die Fenster schließen, wenn Sie das Haus verlassen. Wenn Sie diese einfachen Sicherheitsregeln in den drei Bereichen, Ihr Gerät, Ihr Zugang und Ihre Transaktion beachten, leisten Sie einen wesentlichen Beitrag zur Sicherheit und Sie können ganz sicher und entspannt Online-Banking machen.